Was war das heute für ein Erlebnis für dich und für die Mannschaft, dieses 8:0? Ja, super Mannschaftsleistung, glaube ich, allgemein. Das Team war hochkonzentriert von der ersten Minute an. Und ja, da haben wir es in der ersten Halbzeit nicht schon klar gemacht. Die zweite Halbzeit war natürlich super, dass wir da gleich nach der Halbzeit nochmal ein Tor hatten. Dann haben wir es eigentlich soweit im Sack gehabt. Aber wir mussten trotzdem hochkonzentriert weiterspielen. Und das haben wir gemacht. Drum ist dann danach die vielen Tore rausgekommen. Wie war es für dich heute? Ja, schönes Gefühl, sicherlich. Und dann noch zu Null ist für mich immer am besten. Und gutes Spiel absolviert, können wir abhaken und jetzt uns fokussieren auf die Champions League. Cool, 8:0 abhaken, okay, so ist es. Nein, es ist so. Man ist jetzt Schlag auf Schlag und man muss die Schritt für Schritt gehen, Spiel für Spiel. Und das haben wir halt gut angegangen, haben die Gegner nicht unterschätzt und sind dafür belohnt worden. Und ja, ab morgen ist der Fokus wieder woanders. Alles Gute, danke. Danke.